bin süchtig nach Knockouts. Wenn du im Ring in seine Augen blickst, ich bin schnell explosiv, und dabei diese Drehung siehst, der Backkick, der ist einfach spektakulär, hast du mehr als ein Problem. Kickbox-Weltmeister Michael Smolik hat ein besonderes Laster. Ich bin süchtig nach Knockouts. Knockouts sind sein Lebenselixier. Jeden seiner WM-Kämpfe hat er bislang vorzeitig beendet und auf dem Weg zum Titel ganz nebenbei noch einen Rekordsieg eingeheimst. Hier der Kampf in voller Länge. Da geht ein Groß und da geht er runter. Weltrekord. 3 Sekunden bis zum Knockout. Ein Rekord für die Ewigkeit. Bis zur ersten Rundenglocke stehen seine Gegner eigentlich nie. Also das ist ein wahnsinniges Gefühl. Also ich würde fast sagen, eines der schönsten Gefühle, die man als Kämpfer bekommen kann. Das ist die beste Bestätigung, die man bekommen kann. Man hat alles eigentlich dann richtig gemacht. Im Ring ein Kurz, im Training dagegen Schwerstarbeiter und dazu auch Perfektionist. Das ist wirklich sehr, sehr hartes Training, dass man auch wirklich so schnell wird und auch bleibt. Genau 30 Kicks in 10 Sekunden feuert der 25-Jährige mit seinen Beinen ab. Spektakuläre Fähigkeiten, die der Ex-Polizist zuletzt auch bei Promi Big Brother unter Beweis stellen konnte. Auch in der erfolgreichen Sat.1-Vorabendserie Ruhrpottwache glänzt der Kickbox-Weltmeister seit vergangenem Jahr. Ich spiele mich tatsächlich selber. Ich bin so, wie ich bin authentisch und das macht extrem viel Spaß. Zum anderen natürlich die ganzen Action-Sachen, die Action-Rollen, die Stunts, die Kampfszenen, die ich da machen darf. Das ist voll mein Ding. Also wenn irgendwo, wo Action ist, bin ich immer dabei. So ist er, Michael Smolik. Super Action! Super Drehkicks, Super Champion.